Willkommen zur Nachbesprechung von Dr. Partys Nahtoderfahrungsbericht. Der Link zu seinem Bericht ist in der Videobeschreibung zu finden. Ich war mir nicht sicher, ob Dr. Party nun Atheist war oder ob er einfach nur zu sehr von seinem Ego absorbiert war, um sich um die Folgen seines Lebens Gedanken zu machen. Mir ist leider nicht bekannt, in welchem Alter er diese Erfahrung gemacht hat, doch ich würde denken, dass er doch mindestens Mitte 40 gewesen war. Ich sage mal, wir haben einen gewissen Spielraum, wir haben eine gewisse Narrenfreiheit, wenn wir jung sind. Das ist die Zeit, in der wir Fehler machen. Das ist die Zeit, in der wir sozusagen ein langfristiges charakterliches Fundament in uns gründen. Gleichzeitig bauen wir immer mehr Illusionen auf. Das Bild von uns selbst steht dabei im Zentrum. Dr. Party war von seiner eigenen Überlegenheit und Wichtigkeit, wie es schien, sehr beeindruckt. Nur, wie kann einer denken, dass er als Arzt wichtiger ist, als die Leute, die das Krankenhaus sauber und hygienisch einwandfrei halten? Das sind Illusionen, die viel Schmerz in die Welt tragen. Es wird für alle dadurch schwieriger. Man übersieht, was wir sind. Neulich habe ich einen Film gesehen, wo der Kopf des Mannes sichtbar war, während er sprach. Gleichzeitig wurde von der Schulter bis zur Hüfte ein Rechteck eingeblendet, das durch seine Haut all seine inneren Organe gezeigt hat. Er sprach also und man sah seine Blase, seinen Darm, Herz, Leber, Nieren. Und das hat mich ziemlich umgehauen. Es sah plötzlich so wirklich aus. Er wirkte nicht mehr so wie ein Mensch. Dieser Mensch wirkte dadurch wie ein Bioroboter. Ich dachte mir, wo wäre all der Zauber und die Illusion hin, wenn wir im Alltag durch die Menschen blicken könnten? Wir könnten sehen, während wir mit ihnen sprechen, wie ihr Herz schlägt, wie das Blut in ihren Adern fließt. Wir könnten ihren Mageninhalt sehen und wie das ganze effiziente und komplizierte Körpersystem völlig autonom seine Arbeit verrichtet. All diese Details. Ich frage mich, ob wir dann immer noch so leicht der Illusion verfallen wären, dass wir der Körper sind. Aber ich finde auch, das Älterwerden ist doch schon ein echter Weckruf, der uns klar machen sollte, dass an dieser Idee so alles falsch ist. Wir bleiben innerlich irgendwie immer die gleichen, während die Hülle abbaut. Als ich ein Kind war, ist meinen Eltern an ihrem Auto mal wirklich während der Fahrt ein Reifen sozusagen abgefallen und hat sie dann überholt, als sie gebremst hatten. Man muss sich das mal vorstellen. Und älter werden kommt mir genauso vor. Immer mehr Teile fallen aus, fallen ab und die Illusion vom Körper als das wahre Ich ist mit jedem Jahr immer aberwitziger. Zitat: Während und nach der Operation war mein Bewusstsein völlig da. Es war das Bewusstsein, dass ich immer noch war, aber dass ich nicht auf den Ort meines Körpers beschränkt bin. Es war nicht nur völlig intakt, sondern es war sogar noch schärfer und ausgedehnter als je zuvor. Zitat Ende. Das war Dr. Partys Erfahrung direkt nachdem er seinen Körper verlassen hatte. Und er war überrascht davon. Nicht nur war sein wahres Selbst, sein Bewusstsein, während der Körper kaputt auf dem OP-Tisch lag. Sein Bewusstsein war darüber hinaus nun sogar schärfer und vor allem ausgedehnter als je zuvor. Ich weiß, dass viele Zuschauer diese Erfahrung eines schärferen und ausgedehnteren Bewusstseins schon selbst temporär erlebt haben. Ich kann selbst auch sagen, das ist ein echter Augenöffner. Nur, was heißt das, dass ein Mensch ein ausgedehnteres Bewusstsein hat? Zitat: Ich konnte nicht nur alles im Operationssaal sehen, hören und riechen, sondern auch weit entfernte Dinge. Meine Sinne waren überempfindlich geworden. Ich stellte fest, dass es keinen Unterschied machte, ob Menschen in der Nähe oder in der Ferne waren. Mein Bewusstsein war überall gleichzeitig. Zitat Ende. Professor Anton Zeilinger aus Österreich hat 2022 als Teil eines Teams den Nobelpreis für Physik erhalten, wo er endgültig die Tatsache bewiesen hat, dass es nicht Lokalität gibt. Es ist offiziell, Teilchen können an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit sein. Einstein dachte, dass das nicht möglich sei, doch es ist bewiesen. Es ist also kein fauler Zauber, von dem Dr. Party hier sprach. Es wird der Tag kommen, wo wir überdenken müssen, als was wir sogenannte Teilchen nun wirklich ansehen. Was ist das eigentlich wirklich? Denn das Atommodell aus dem Physikunterricht in der 8. Klasse, das ist ein echtes Märchen. Die Idee war lange Zeit,
das ein Teilchen Materie darstellt. Aber so etwas wie Teilchen oder Materie gibt es tatsächlich nicht. Nur, was ist das dann, das an zwei Orten gleichzeitig sein kann? Offensichtlich war es für Dr. Party sein ausgedehntes Bewusstsein. Und diese Erfahrung war für einen Ignoranten wie ihn so überzeugend, dass er sein Leben anschließend völlig verändert hat. Sollte das nicht was heißen? Ich meine, wenn Menschen so etwas tun, Menschen ändern sich zuverlässig und nachhaltig immer nur dann, wenn sie selbst etwas erlebt haben, das ihnen vorher noch völlig unmöglich erschien. Nichts ist wirklich so, wie wir geglaubt haben. Und die Frage nach der Wirklichkeit steht dabei gemeinsam mit der Frage, was Bewusstsein ist, im Zentrum. Aber das ist alles andere als theoretisches Geschwafel. Zitat: Ich fragte mich immer wieder, was ich in diesem Leben oder in einem früheren Leben getan hatte, um eine solche Strafe zu verdienen. Während ich diesen Horror erlebte, wurde mir bewusst, dass mein Leben sehr materialistisch war. Alles hat sich um mich gedreht. Wenn ich jemanden treffe, frage ich immer, was kann ich von dieser Person bekommen? Zitat Ende. Was ist Wirklichkeit? Was ist Hölle? Was ist ein Traum und was ist der Himmel? Wo sind all diese Orte? Manch einer fragt vielleicht, spinnen die alle? Ich würde darauf antworten, dass die Ergebnisse bei Dr. Party mir zumindest Folgendes ganz klar sagen können. Der Mann war so sehr von diesem Erlebnis beeindruckt, dass er sich dachte, ich muss mich jetzt einfach ändern. Das ist kein Märchen gewesen, weil es sich sehr wirklich und sehr schmerzhaft angefühlt hat. Ich bin der Auffassung, dass es nur Wirklichkeit gibt. Und egal wie eigenartig das Weltbild von jemandem ist, ist es doch das, was er oder sie so erlebt. Es ist gut möglich, dass es unter uns Menschen auf der Erde rund 8 Milliarden Wirklichkeiten gibt. Und wenn nun unser Bewusstsein Wirklichkeit erschafft, dann wäre das doch eine sehr einleuchtende Erklärung für Orte wie die Hölle. Was wissen wir schon von den tiefer liegenden Schichten unseres eigenen Bewusstseins? Denken wir etwa, dass all die schlechten Sachen unbemerkt bleiben? Wir sind als Babys interessanterweise mit viel Güte und Fröhlichkeit gesegnet worden. Nur wo ist das eigentlich hin? Hat sich das aufgelöst? Ich vermute, das ist von all dem kulturellen Kram überlagert worden. Das ist immer noch da. Ich will irgendwie ausdrücken, dass es etwas tief in jedem von uns gibt, das durchaus deutlich registriert, wenn wir etwas Falsches tun. Und wenn das so ist, dann mag das irgendwann mal mit einem Ruck freigelegt werden. Wenn die Illusion des Körpers abfällt, wenn sich das Bewusstsein nun ausweitet und alles sozusagen ans Tageslicht kommt, dann scheint das, wie in Dr. Partys Fall, manchmal dazu zu führen, dass man sich eine Wirklichkeit erschafft, die dafür zwingend sorgt, dass man Reue empfindet. Das scheint mir wie eine Abrechnung zu sein, die nicht korrumpiert werden kann. Da kann man sich nichts mehr vormachen. Die totale Offenlegung aller Schulden. Eine Erkenntnis, die so wirklich ist, dass tiefste Reue als Folge ein Muss wird. Zitat: Ich erinnere mich, dass ich den Mangel an Freundlichkeit in meinem Verhalten zutiefst bereute und mir wünschte, ich hätte Dinge anders gemacht. Während mich diese Erkenntnisse durchströmten, begann dieser Ort, die Hölle, sofort zu verschwinden. Zitat Ende. Aufrichtige Reue ist also ein Muss im Bewusstsein, um eine Veränderung der Wirklichkeit zu bewirken. Hier auf der Erde als Mensch, hier in diesem Traum dauert es, bevor sich unsere Bewusstseinsinhalte in unserem Leben verwirklichen. Dort, in diesem erweiterten und schärferen Bewusstseinszustand, scheint dieser Prozess wesentlich schneller abzulaufen. Ich will noch mal kurz auf Professor Zeilinger zurückkommen. Für ihn als Quantenphysiker ist es eine schlichte Feststellung, dass unser Bewusstsein den Ausgang von Experimenten beeinflusst. Diese Experimente sind keine objektiven, also vom Beobachter unabhängigen Vorgänge. Das völlige Gegenteil ist der Fall. Der Beobachter und sein Bewusstsein üben den entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Vorgänge aus. Das ist es, weil jeder Moment unseres eigenen Lebens genauso von unserem Bewusstsein bestimmt ist. Dort passieren die wirklich interessanten Sachen.
Wir blicken alle immer nach außen, aber in unserem Inneren passieren die entscheidenden Sachen. Dieses Innere kann und soll von uns entwickelt werden. Wir sollten auf die Entwicklung unserer seelischen Qualitäten achten. Das Äußere, das tolle Auto, die Karriere, der großartige Partner und all das sind nur die Motivationen, um die Show unseres Lebens am Laufen zu halten. Doch, wie es ein sehr großer Mann gesagt hat, sollten wir in Wirklichkeit lieber Schätze für das Jenseits ansammeln. Und damit kann nur gemeint sein, dass wir hier in jeder möglichen Form mehr Liebe in die Welt mit eingebracht haben, sodass sich unsere Seele entwickeln kann. Es geht um unsere Seele. Es geht darum, aus freien Stücken die Entscheidungen zu treffen, die ganz klar unter Beweis stellen, dass durch unser Bewusstsein keine Monstrositäten erschaffen werden. Zitat: Ich sah ihn nicht sprechen, aber ich spürte seine Worte in mir. Wenn du dein Bewusstsein klar hältst und dir selbst gegenüber wahrhaftig bist, werden das Universum und das Göttliche für dich sorgen. Zitat Ende. Wir erschaffen hier auf der Erde als Menschen viele kleine monströse Aktivitäten. Vor einiger Zeit war ich auf einem Online-Forum für Christen unterwegs, um zu sehen, wie es dort zugeht. Und ich war geschockt. Ich war geschockt darüber, wie häufig und wie hässlich sich die Menschen dort gegenseitig das Leben zur lebenden Hölle gemacht haben. Ich denke, dass das die Monster sind, die heute ganz beiläufig und in großer Menge erschaffen werden. All diese Beleidigungen machen doch etwas mit uns Menschen. Mit Bezug auf Dr. Patels Erlebnis möchte ich deshalb sagen, dass es enorm wichtig ist, sein eigenes Bewusstsein im Alltag klar zu halten und wahrhaftig zu sein. Daran muss man hart arbeiten. Wir sind zwar als fröhliche Babys geboren worden, aber das begann sich dann sofort zu ändern. Und zwar durch Jahrzehnte des Verbiegens durch andere. Aber später hauptsächlich durch unsere eigene innere Vernachlässigung. Wir haben irgendwann im Leben schon die großartige Möglichkeit, aber im Grunde auch die Verantwortung, an uns selbst zu arbeiten. Soll heißen, ich kenne doch meine eigenen Schwächen. Und auch ist mir durchaus bewusst, wo ich immer Abkürzungen nehme, die ich eigentlich nicht nehmen sollte. Es ist wirklich so, wie das Sprichwort sagt. Es ist leicht, ein hartes Leben zu haben, aber es kostet viel Arbeit, ein gutes Leben zu haben. Und das bezieht sich auf unser inneres Wohlbefinden allein. Denn das allein interessiert uns hier, denn das allein ist es, was uns überall hin mit begleiten wird. Zitat: Das Lichtwesen gab mir Einblicke in meine Zukunft. Ich würde Bücher schreiben, vor Publikum sprechen und vielen Menschen helfen. Das war eine völlige Offenbarung für mich. Zitat Ende. Ich wollte diesen Gedanken von ihm auch aufgreifen, weil ich damit unterstreichen möchte, dass wir auf unserem Weg letztlich nicht alleine bleiben. Wir sind nicht ohne Hilfe. Umso mehr nicht, wenn wir unseren Weg mutig gehen, wenn wir der Angst nicht erlauben, uns von unserem Weg abzubringen. Ich hatte im letzten Video damit geendet, was unser ganz persönlicher Weg sein könnte. Das hat letztlich damit zu tun, was unsere Talente ausmacht, was uns leicht von der Hand geht und was wir in der Folge immer weiter entwickelt haben. Setzen wir das zum Nutzen aller großzügig ein. Wenn einer in finanziellen Angelegenheiten großes Geschick besitzt, hat dieser Mensch die Möglichkeit, mit diesen Mitteln sehr viel Gutes und Wegweisendes zu tun. Wenn ein anderer Mensch ein großes Talent im Umgang mit Kindern besitzt, dann sollte dieser Mensch die Möglichkeit haben, das zu nutzen, um die natürliche Entwicklung von Kindern bestmöglich zu unterstützen. Im Grunde stellt sich sogar die Frage: Haben wir das Recht, unsere Talente und Möglichkeiten nur für uns selbst zu nutzen? Und ich sage dazu, dass wir heute diesen unglaublichen Luxus in unserem Leben erfahren, weil viele, viele andere vor uns ihre Talente großzügig mit der Gemeinschaft geteilt haben. Wir haben hier Aufgaben. Zitat: Aber hier war ich nun und erhielt direkte Anweisungen von diesem großartigen, äußerst liebevollen, intelligenten und sanften Lichtwesen, dass ich mein Verhalten ändern müsse. Zitat Ende. Ein Nahtoderfahrungsbericht ist ein Geschenk für jeden Zuschauer. Es ist jedes Mal eine Erinnerung an den Fakt, dass wir hier Aufgaben haben. Unser Sein als Mensch ist kein beliebiger Zufall. Ich glaube, dass es nicht mehr so schwer ist zu erkennen,
dass das Spiel, das gespielt wird, ein viel größeres ist, als wir uns auch nur vorstellen können. Und wir können erkennen, dass wir nicht einfach nur ein menschlicher Körper sind. Was wir wirklich sind, hat sich irgendwie auf den Weg gemacht, um als inkarnierter Mensch etwas ganz Persönliches auf den Weg zu bringen. Und auch wenn es uns nicht groß erscheint, ist es immer groß, weil wir alle miteinander verbunden sind, so wie die Glieder einer Kette alleine nichts sind, sondern nur als Ganzes alles bedeuten. Ich habe die Kommentare von letzter Woche sehr aufmerksam gelesen. Ich meine, als es um die Gründe für Unglücklichsein ging. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, dass dazu viele von uns etwas zu sagen haben würden. Diese eure Kommentare, sie sind so wertvoll, denn wer sich diese Kommentare durchliest, kann leicht den gemeinsamen Nenner für Unglücklichsein erkennen. Es ist Einsamkeit in letzter Konsequenz. Das bedeutet unterm Strich, sich nicht geliebt zu fühlen, von niemandem. Und es ist so wertvoll, weil es uns hier auch deutlich macht, was wir unternehmen müssen, damit sich das ändert. In jedem Fall können wir niemals von Gott getrennt sein. Und deshalb ist diese Beziehung auch die, die wir in uns suchen und pflegen müssen. Es gibt, wenn man sich das wirklich zu Herzen nimmt, keine absolute Einsamkeit. Und die Frage ist deshalb mehr die, wie sehr wir den Kontakt zu Gott und zu anderen Menschen wirklich und wahrhaftig suchen. Wie sehr wollen wir das? Wie sehr wollen wir das mit der Liebe? Und wenn man es durch diese Brille betrachtet, dann ist Einsamkeit das Ergebnis davon, dass wir aufgegeben haben, ohne zu ahnen, dass alles möglich ist. Es ist niemals zu spät oder vorbei. Und das ist das Hoffnungsvolle meiner Arbeit hier auf Dodefi. Die frohe Botschaft immer wieder neu zu verkünden, ist eine große Freude. Und tatsächlich ist das in Zeiten wie den heutigen wichtiger als in Zeiten, wo alles in bester Ordnung ist. Deshalb ist es so inspirierend, wenn ich davon lese, dass sich viele davon angesprochen fühlen. Denn wenn die Zeiten hart sind, sind Akte der Liebe wichtiger denn je. Man kann selbst zu dem Wunder werden, von denen Menschen berichten, indem man unerwartete Akte der Liebe, der Hoffnung, der Hilfe und des Mitgefühls vollbringt. Kürzlich schrieb mir eine Zuschauerin von einem kleinen Wunder, das sie mit ihrem Gebet vollbracht hat. Da hören wir dahingehend nochmal bei Dr. Partie hinein. Zitat: Zum Erstaunen des medizinischen Personals waren meine Sepsis und die Infektion innerhalb von 72 Stunden fast geheilt und ich wurde entlassen. Innerhalb weniger Tage gingen auch die Entzündung und die Schmerzen in meinem Beckenbereich rapide zurück. In den darauffolgenden Monaten verschwanden sie ganz. Zitat Ende. Das hätte auch leicht ganz anders ausgehen können. Ging es aber nicht. Solche unerwarteten Heilungen passieren jeden Tag. Für andere Menschen ist die Reise vielleicht unerwartet zu Ende. Worauf es ankommt ist, dass es zu Wundern kommt. Diese Dinge passieren. Unerwartete, spontane Heilungen nach einer Nahtoderfahrung oder oft nach dem Gebet. Ich möchte euch bitten, mir eure Geschichten dazu zu senden. Was ist da passiert? Wie hat sich das zugetragen? Ich sammle sie und bringe sie zur Erbauung aller gerne wieder zu Weihnachten für euch alle heraus. Seht ihr, es geht immer darum, was wir wirklich und wahrhaftig glauben. Ich spreche darüber in Zeit der Wunder, dem Hörbuch, auch recht viel. Und deshalb sind mir die Anekdoten der Zuhörer auch sehr wertvoll. Das passiert Leuten wie dir und mir. Wir müssen das nun mal wirklich ganz, ganz tief in uns sinken lassen. Das kann so befreiend sein und völlig neue Möglichkeiten eröffnen, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist immer dann so, wenn man seine einengenden Vorstellungen dessen, was möglich ist und was nicht, mal einer gründlichen Revision unterzieht. Zitat: Statt meine dunklen Schatten und Fehler unter den Teppich zu kehren, spreche ich sie offen an. Zitat Ende. Nach Dr. Partis Bericht möchte ich denken, dass ich doch lieber noch zu Lebzeiten reinen Tisch mit mir selbst mache, als danach. Kann es sein, dass es im Leben mehr darum geht, seine eigenen Grenzen ständig neu abzustecken, als darum, dass man es sich möglichst bequem macht? Und was könnte dafür hilfreicher sein, als mal richtig ehrlich mit sich selbst zu sein? Und im Grunde sollte man noch am letzten Tag seines Lebens nicht davor zurückschrecken, noch mal etwas Neues zu beginnen. Und dann würde man das mit aller verbliebenen Kraft noch angehen.
Ich glaube, was ich hier mitgenommen habe, ist, bei Zeiten Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, ehrlich zu mir selbst zu sein und dann das Richtige anzugehen. Scheitern oder gewinnen soll uns nicht kümmern, weil wir Freude am täglichen Leben haben wollen. Es mag vieles hoffnungslos aussehen, aber es gibt immer genug Risse im Asphalt, wo wunderschöne Blumen keimen und wachsen können. Das war's für heute wieder. Vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen. Das ist so wichtig, damit die Berichte mehr Menschen erreichen. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese sie alle. Und wenn ihr diese Arbeit unterstützen könnt, hilft das wirklich weiter. Tragt die Liebe in die Welt.